holen. Ah, dann bin, siehst du? Morgen. Was ist das hier? Soul Calibur. PS2 noch hier. Mit extern. Ja. Was kostet hier eins, Chef? Das hier? Wie viel? 10 Euro? Okay. Ja, stimmt. Bitteschön. Wow, ja, wissen wir immer nicht so richtig, oder? Ja. Ja, hier ist kaputt. Nimm die Geräte. Das sah ja nimmer aus. Chef, was kostet das hier? Okay. Die nehmen wir 3 Euro. 2 Euro? Warte. Weil weißt du nicht, ob komplett ist, weißt du? Ja, ich komme. Hä? Ja, ich komplett. Ach ja, alles komplett? Ja. Oh, das weiß ich nicht, ob das stimmt so. Was hast du gesagt? 3? Ja, komm. Kannst du mal anrufen? Danke. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem neuen Flohmarkt-Video. Ja, ich gebe es ja zu, die Pause war eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, es ist schon mal ganz entspannt, vielleicht keine Videos machen zu müssen und keinen Druck zu haben, so ein bisschen. Aber ich habe es natürlich auch vermisst, ne? Und ihr seht ja auch hier, habe ich schon den ersten geilen Fund für euch. Und zwar einmal Disneys Aladdin als Brettspiel habe ich gefunden. Richtig cool für, ja, man könnte sagen, sehr wenig Geld. Ich glaube, es waren 3 Euro. Ist jetzt natürlich nicht im Top-Zustand, weil, ja, man sieht es hier schon, hier geht leider die Lasche auf von dem Deckel. Das kann man allerdings relativ leicht kleben, indem man so ein bisschen von innen so ein bisschen Pappe gegenklebt hier oder auf der Seite. Dann hält es wieder ganz gut. Und was ich auch gar nicht erwartet habe, dass das Ding komplett ist, aber das ist es fast. Bis auf einen Teil ist wirklich alles mit dabei. Ja, Anleitung, die ganzen Bauteile, die Spielfiguren, das Brett, alles in Ordnung. Nur, es fehlt leider diese kleine, ja, dieses kleine, wie nennt man das? Dieser kleine Zeiger, der hier drauf ist, der da, womit man das Ganze nachher dreht. Also hier kommt irgendwie so ein Zeiger zwischen. Genau, den muss man dann drehen und genau der fehlt mir hier leider. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, das kriegt man sicherlich mit einem 3D-Drucker irgendwie nachgedruckt zur Not. Aber fehlt halt, aber es ist kompletter, als ich dachte auf jeden Fall. Von daher, ja, freue ich mich für die 3 Euro und denke, auch vom Cover her, absoluter, ja, wie nennt man das? Nostalgiefund, oder? Würde ich sagen. Chef, was wolltest du hier für dieses Spiel haben? Zähne. Kannst du noch was anderes anbieten, außer 10? Beste Preis, sag schon. Oh. 5er machst du nicht? 8 Euro Beste Preis. 8 Euro Minimum? 7? Nimm 7? Ja. Kannst du rausgehen ein bisschen? Gut, danke dir. Ciao, ciao. So, bei dem Händler, habt ihr gesehen, waren wir jetzt zweimal. Ganz zu Anfang, wo wir das erste Mal da waren, war ich nicht ganz so sicher, ob ich da ein Spiel mitnehmen soll oder nicht. Hab mir dann aber irgendwie dann gesagt, ja komm, irgendwie, komm, ein Spiel kannst du ruhig mitnehmen. War jetzt auch nicht so viel los auf dem Flohmarkt. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt Frustkauf nennen soll oder nicht. Ja, würde ich jetzt eher nicht sagen. Ich denke, Wipeout 64 für 7 Euro, die ich da bezahlt habe, ist schon in Ordnung. Er hat ja noch ein paar andere Spiele gehabt. Die waren mir dann natürlich deutlich zu teuer. Ich weiß auch nicht, was er vorher noch hatte. Vielleicht auch noch ein paar schöne Sachen, kann ich nicht genau sagen. Aber wie gesagt, Wipeout 64 für 7 Euro, denke ich, geht klar. Habt ihr noch mehr von sowas hier? Nee, mein Bett. Gar nichts? Nee, ist kein Gurt da. Spiel? Nee, nur Verpackung so. Was willst du denn da? 2 Euro. Komm, 2 Euro hier mit dem Rad. Ich denke, das ist fair. Ja, alles gut. Ich
Spiele nicht weiter oder so, nee, oder Konsole, nee. Oder Playstation, irgendwas? Nee, vielleicht nur so eine leere Verpackung noch, aber wo sie sind, weiß ich nicht. Okay, danke erstmal. Geil. Bist du nochmal so nett, Mann? So, das war jetzt auch mal ein richtig geiler Fund eigentlich, ja, sieht man ja auch nicht so oft. Und zwar die OVP von Starwing war hier mit dabei fürs Super Nintendo. Klar, kein super Zustand oder so, aber ey, erstmal überhaupt eine OVP finden. Dann war hier auf jeden Fall so eine Postkarte mit bei, die fehlt ja auch ganz oft bei vielen OVPs. Kann man auf jeden Fall benutzen, um irgendwie was zu komplettieren. Und dann war noch mit dabei hier die Anleitung von Starwing und zwar in einem wirklich sehr guten Zustand, würde ich fast noch sagen. Hier unten ist ein kleines bisschen Eselohr dran, aber ansonsten kannst du hier wirklich gar nicht meckern, die sieht wirklich noch gut aus. Und ich würde behaupten, wenn man hier ein Inlay reinpackt oder beziehungsweise wenn man diese OVP vorher erstmal eine Runde bügelt, dann hier noch ein Inlay reinpackt und vielleicht eine Schutzhülle drumlegt, ja, der glaube ich sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Und ja, wie gesagt, für die paar Euro, jetzt die 2 Euro, die ich bezahlt habe, wollte ich das auf jeden Fall mitnehmen. Die Chance war auch relativ groß, dass er noch mehr hat. Hat er ja irgendwie gesagt, eventuell hat er noch Verpackungen. Ja, hat er dann am Ende leider noch nicht mehr. Aber ja, klar, für 2 Euro auf jeden Fall mitnehmen. Chef, können wir mal die Tüte schauen? Die grüne? Danke dir. Ich finde schon letzte Woche verrückt. Ja? Ja, hier mit dem Crime Life. Hier immer Anleitung leider. Was kostet denn eins hier? Was? Bitte? Ich bin hier. Was kostet denn eins? 4 Euro. Oh, ja. Neues dazu gekommen, oder? Bin ich nicht. Ich hab Wasser für 3 Euro? Nein, danke. Ja. Danke. Ja. Nee, du kriegst du nicht. Oh, kannst du ein bisschen wechseln? Ich hab keine. Gar nichts? Nein. Ich hab nicht 4 Euro klein, hab ich nicht. Nein. Oder warte? Doch, hab ich hier. Warte. Ja, Glück, bisschen. Ciao, ciao. Ich glaube, den Händler haben wir auch nicht zum ersten Mal in meinem Video gesehen. Ich glaube, ein, zwei Videos zurück oder so muss der, glaube ich, schon mal gewesen sein. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und zwar gab es bei dem ein paar PlayStation-Spiele, unter anderem auch Resident Evil Outbreak. Er wollte pro Spiel immer 4 Euro haben, ist auch wirklich auf diesen 4 Euro tatsächlich festgefahren. Beim letzten Mal war es irgendwie noch schlimmer, da wollte er, glaube ich, 5 oder 6 Euro haben. Ist da auch total festgefahren gewesen, hat sich noch verrechnet im Bundlepreis und alles sowas. War damals eigentlich so ein bisschen, ja, wo ich dachte, ach komm, der Verkäufer, dann muss das nicht sein. Diesmal bin ich nochmal hin, habe gesagt, komm, gib mir das jetzt hierher für 4 Euro. Hab sogar 3 Euro versucht, aber ihr wisst ja selbst oder habt ihr ja gemerkt, er wollte sich darauf nicht einlassen. Ich denke aber, für diese 4 Euro ist der Zustand ganz okay. Ja, die Anleitung ist ja mit dabei, das seht ihr ja. Die CD ist auch in Ordnung. Einzig, was so ein bisschen wabbelig ist, ist hier vorne die Hülle. Aber so eine PS4-Hülle ist ja relativ schnell ausgetauscht. Oh, eine PlayStation, eine echte. Ja. Okay. Schlimme Zustände? Ja, ja. Ich kenne mich. Was ist hier? Hier? Ja, hab ich ja gesagt, der echte. Achso, das meinst du. Hast du noch mehr Spiele? Nee. Alles fertig, ja? Nur. Ja, ja, okay. Danke dir. Nein, das ist wenig, wenig. Verzeihung, darf ich hier mal schauen? Kann ich gucken? Ja, ja. Okay, okay. Hier. Was? 5, 4. Was kostet die denn? Das kostet 20, diese 20. Madame? 14. Hier ist noch 5 Euro. Nee, 14. Guck mal, 13 und 1 und 14. Okay. Okay, 14. Diese 13? Ja. Hier ist schon eine andere Schraube drin. Ist 10 auch okay? Okay. Ja. Egal. Kannst du was machen? Ja. Dankeschön. Diese.
Tschüss. So, das war auch nicht schlecht hier. Und zwar eine PS4-Konsole für einen Zehner. Ja, die sah jetzt natürlich vor Ort nicht mal so richtig geil aus. War sie auch nicht. Da war hinten schon so eine, ich habe keine Ahnung, irgendeine komische Holzschraube oder so reingedreht. Hier, die anderen Schrauben fehlen alle. Der Deckel von, ich glaube, der Seite oder einer von beiden Seiten war nicht mal richtig drauf. Das war auch krumm und schief. Aber an sich habe ich sie ausprobiert. Funktioniert an sich. Ja, also sie fährt, beziehungsweise macht eine Bildausgabe. Allerdings hat sie ein Problem, das Betriebssystem ist nicht da. Liegt ganz einfach daran, dass die Festplatte fehlt. Die habe ich schon nachgekauft. Hier habe ich eine Festplatte. Festplatte eingebaut, lässt sich aber trotzdem nicht installieren, weil irgendwas mit dem Lüfter nicht in Ordnung ist. Das haben wir im Stream auch schon mal auseinandergeschraubt. Da ist irgendwie, keine Ahnung, also der Lüfter dreht sich gar nicht, auch wenn man da Strom drauf gibt oder so, der bewegt sich kein Stück mehr. Dann ist irgendwie ganz komisch mit dem Stecker da irgendwas geklebt worden. Dann ist hier dieses Kabel vom CD-Laufwerk nicht in Ordnung, das passt nicht mehr oder hält nicht mehr so richtig. Aber das sind alles Kleinigkeiten, die man relativ einfach bekommt und auch gut austauschen kann. Auf jeden Fall bleibe ich bei der PlayStation dran, die will ich auf jeden Fall wieder zum Laufen bekommen, auch wenn es jetzt nicht mehr die hübscheste ist. Ihr seht es ja hier oben, die ist schon, ja, die hat schon einiges an Kratzer. Ja, aber wie gesagt, für einen Zehner, denke ich, geht das auf jeden Fall klar. Und zur Not ist es dann halt irgendwie Ersatzteilspender. Übrigens, Leute, wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt, wenn wir irgendwie so eine Konsole reparieren oder so, oder keine Ahnung, wenn wir andere Videos angucken oder meine Flohmarktausbeute anschauen oder ein bisschen zocken oder so, solltet ihr auf jeden Fall mal bei Twitch vorbeigucken. Da lasst ihr euch auf jeden Fall was entgehen, bin ich mir ganz sicher. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Follow ist kostenlos. Ja, wir haben einen Nachfüßer. Ja. Achso, das ist diese Pistole dafür. Moin. Moin. Ist hier alles bei oder fehlt hier nicht irgendwas? Ist alles bei, ich hab bloß die Tüte. Ja, verstehe. Weil ich blick nie einfach unter. Ja, nee, ist ja richtig. Deswegen. Was kostet denn die? So ein Netz ist dann auch für 200 drin. Neu aber, meinst du? Was? Neu. Nee, gebraucht. Oh, wüsste ich nicht. Und die hier? Ein Fuffi würde ich haben. Ja. Und alles zusammen, hätte ich gesagt, 160, 170. Aber das ist dann schon ein Kampfpreis. Ja, nee, da ist dann nicht mein... Ich meine, hast du noch ein paar mehr Spiele dabei vielleicht? Nee, die habe ich heute vergessen. Okay. Alles klar. Da haben schon mehrere gebracht. Okay, gut, danke, ne? Ja. Danke. Noch einer. Arcade Game. Alle vier? Ja. Nicht so geil. Aber bestimmt noch teuer. Ja. Ich frage mal, was wir haben wollen dafür. Hallo, ich habe eine Frage. Was kostet denn so eine Figur hier von die da liegen? Ich sage jetzt mal eine 25 und wenn du alle vier komplett nimmst, mache ich Stück 20. Okay, na, ich glaube, das ist mir doch ein bisschen zu. Aber Dankeschön. Noch ein bisschen mehr Verhandlungsspielraum haben sie nicht, wa? Bitte? Noch mehr Verhandlungsspielraum haben sie nicht? Vier nicht. Okay. Ich hätte jetzt einen Fuffi angeboten für alle vier. Nee, ist mir zu wenig. Okay. Run DMC einfach. Ja? Eieiei. Weiß ich nicht. Morgen. Ist das noch ein Richtet von früher oder ist das diese neue? Nee, diese neue. Wollte ich gerade sagen, ja. 90er. Ja. HDMI. Das ist, glaube ich, ein Mickey Island drauf. Kann sein, ja. Was kostet so ein Ding hier nochmal, so Interesse halber? Ist ja, deswegen frag ja nur Interesse halber. Das ist um die 60 Euro. Ja, okay, alles klar. Gut, danke. Im Netz werden sie zur Zeit zwischen 115 und 175 haben. Ah, okay. So viel Arbeit sein, darunter zu kriegen. Dass das nicht einreißt. Ja. Ach so, meinst du? Das ist immer schwierig bei sowas. Ja. Es wird so viel Arbeit sein. Du musst halt mit Wärme rangehen, dann musst du aufpassen, dass der Druck nicht abgeht und so. Das ist immer schwierig. Gerade Paketband. Ach komm, ich mach jetzt hier den Frustkorb. Ich geb dir 45. Ja, mach mal. Hast du einen Fünfer? Ja, klar. Das ist sehr gut. Ja, gut. Na dann. Vielen Dank, ja. Danke, ja. Ciao.
Ja, bei dem Kauf habt ihr jetzt leider nicht so richtig alles mitbekommen mit der Verhandlung. Liegt einfach daran, dass Maro da eigentlich noch so ein bisschen verhandelt hatte und es eigentlich kaufen wollte. Hatte dann aber zum Schluss irgendwie doch noch abgesagt oder wollte dann doch nicht mehr. Und deswegen hatte ich die Verhandlung, die da schon stattgefunden hat, zwischen den beiden gar nicht auf Kamera, weil es ja sowieso nichts für mich gewesen wäre. Am Ende hatten die beiden sich irgendwie geeinigt, dass er mindestens 45 haben will. Wie gesagt, Maro ist dann abgesprungen und dann bin ich halt reingegangen und habe gesagt, komm, machst du einen 40er oder so, wollte auch nicht. Wie gesagt, wir sind dann auch bei diesen 45 Euro stehen geblieben und hab dafür dann dieses C64 mit diesem krassen Buch hier dazu gekauft. Dieses inoffizielle Handbuch zum C64. Hier auch mal die ganze Konsole gezeigt. Also das wirklich, kannst du wirklich absolut nicht meckern. Für den Preis, denke ich, ist ja dieses, neu aufgemachte Modell, ne? Gibt es ja unter anderem auch als Mini-Variante, ne? Das ist jetzt hier die große Variante, wo die Tastatur richtig funktioniert und alles. Hat auch einen HDMI-Anschluss und alles, ja, also lässt sich an jedem Fernseher betreiben. Vom Zustand her kannst du auch gar nichts sagen. Hier vorne ist so ein bisschen, so ein Klebeband drauf, aber ich denke, das kriegt man wieder runter. Anleitung ist hier drin, alles in Ordnung. Dann hier diese Hülle, es ist wirklich einfach gar nichts dran, ne? Ich denke, es wurde gar nicht oder sehr, sehr wenig nur benutzt. Hier, ich hol's mal raus für euch, dann seht ihr das auch mal. Also ich würde sagen, Zustand wirklich sehr schön. Wer jetzt sagt, ui, das ist aber gelb. Das ist richtig, das ist so wie ihr wollt. Das haben die extra so gelb gemacht. Wie ihr sagt, auch die Tasten hier, das funktioniert alles. Hinten haben wir dann, wie ihr sagt, USB und HDMI-Anschluss und dann natürlich noch einen Power-Anschluss. Ja, wie gesagt, ich fand's geil für diesen Preis. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der C64-Fan, sagen wir mal so. Ich hatte früher auch keinen C64, da glaube ich, bin ich... Ja, tatsächlich ein kleines bisschen zu jung für, aber ansonsten fand ich den Fund super cool, auch gerade mit diesem Buch hier dazu. Ja, und der Preis von 45 Euro war da auf jeden Fall für mich unschlagbar. Freunde, das war leider schon mit diesem Video. Ich würde sagen, ein bisschen kürzer als sonst. Liegt einfach daran, dass wir Winterprogramm haben momentan. Auf den Flohmärkten ist nicht ganz so viel los. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt klappt, jede Woche ein Flohmarkt-Video rauszuhauen. Das werde ich sehen. Ansonsten gibt es irgendwie Alternativprogramm. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst gerne mal einen Daumen für mich nach oben da. Das hilft mir immer sehr, das wisst ihr ja. Ja, und wenn ihr ebenfalls so auf Retro steht wie ich, gerne noch ein Abo für mich da lassen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.